Moin und herzlich willkommen zum Fußballtipp, 17. Spieltag in der dritten Liga. Ja, wir neigen uns da langsam dem Ende der Hinrunde zu. Und ja, am letzten Spieltag waren unheimlich viele Platzverweise. Bedeutet also viele Änderungen am kommenden Spieltag, also an diesem, am 17. Los geht's mit meinen neuen Fußballtipps. Das Auftaktspiel, was am Freitag stattfinden wird, ist das Spiel zwischen der Spielvereinigung Unterhaching und dem Hallischen FC. Ja, die Hallenser haben Nachholspiel gehabt, deswegen ist tatsächlich der Tipp auch erst zu spät gewesen, weil es tatsächlich zwei Nachholspiele gab. Hallenser haben im letzten Spiel nämlich gegen Freiburg 2 mit 2-1 gewonnen. Erster Durchgang waren sie das bessere Team. An Abschluss haben sie aus meiner Sicht auch verdient gewonnen. Die große Frage ist natürlich, ob jetzt ein nächster Erfolg gegen die Spielvereinigung Unterhaching kommt, die knapp gewonnen haben gegen 1860 München mit 1:0. Ja, das hätte auch gut und gerne anders ausgehen können. Also im Endeffekt Glück für die Hachinger. Frage natürlich, ob es eventuell jetzt im Spiel gegen den Hallischen FC den nächsten Erfolg gibt. Und ich denke, ja, am Ende gewinnt Unterhaching mit 1:0. Das nächste Spiel wird dann am Samstag statt. Das ist das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Erzgebirge Aue. Ja, Bielefeld im letzten Spiel 2:2 unentschieden gespielt gegen den VfB Lübeck. Ein 2:0 nicht über die Zeit gebracht. Muss man so böse sagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob es eventuell gegen Erzgebirge Aue anders laufen kann. Denn Aue im letzten Spiel 2:0 gewonnen gegen Borussia Dortmund 2, wobei man auch sagen müsste, das war eigentlich knapper, als es dann am Abschluss aussah, weil alleine zwei Tore nicht gezählt haben bei Aue. Also man hätte sich nicht wundern dürfen, wenn dieses Spiel am Abschluss ein 4:0 gewesen wäre. Es ist aus meiner Sicht eine eindeutige Geschichte gewesen, die Aue dann auch hätte eindeutig verdient gewonnen gehabt hätte. Frage natürlich, ob es eventuell jetzt gegen Arminia Bielefeld anders laufen wird. Und ich denke tatsächlich, ja, es wird anders laufen. Vielleicht für einige etwas überraschend, aber tatsächlich denke ich, dass Bielefeld dieses Spiel gewinnen wird mit 2:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem FC Ingolstadt. Die Schanzer im letzten Spiel 2:1 gewonnen gegen Rot-Weiß Essen. Ja, durch einen Doppelschlag in der 17. und 21. Minute das Spiel gewonnen. Danach halt diese Taktik, ne, den Gegner möglichst fern vom Tor halten und alles drum und dran, hat am Ende mäßig funktioniert, denn es ist ja nur ein Gegentor noch passiert, aber es hat funktioniert, 3 Punkte sind da geblieben. Die Frage stellt sich, also besser gesagt auf dem Konto der Ingolstädter, die Frage stellt sich, ob es jetzt gegen Waldhof Mannheim anders laufen wird, denn Waldhof Mannheim im letzten Spiel 1:2 verloren gegen NSC Verl in der ersten Halbzeit, das aus meiner Sicht bessere Team. Bloß irgendwie ist es dann in der zweiten Halbzeit irgendwie in die falsche Richtung gegangen. Daraus schließen dann die Niederlage. Große Frage, wann kommt denn endlich die Wende für Mannheim? Und ich denke, überraschenderweise an diesem Spieltag, Waldhof Mannheim gewinnt das Spiel mit 2:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Rot-Weiß Essen und dem SV Sandhausen. Die Essener im letzten Spiel 1:2 verloren gegen den FC Ingolstadt. Sie waren, wie erwähnt, eigentlich bemüht, den Ausgleich zu erzielen. Das Problem war bloß das, dass ab der 74. Minute man in Unterzahl geraten ist. Die gelb-rote Karte war definitiv dann, der Schwung ist rausgenommen worden. Wer weiß, hätten sie bis zum Ende zu 11 durchgespielt, vielleicht wäre es tatsächlich zum Ausgleich gekommen. Große Frage ist natürlich die, wie wird es jetzt gegen Sandhausen laufen, die im letzten Spiel 2:0 gewonnen haben gegen den MSV Duisburg. In der ersten Halbzeit war man das bessere Team und hat dementsprechend die Tore erzielt. Frage, ob es dann auch dann reicht gegen Essen. Und ich denke mal, das wird eine Tagesformgeschichte sein. Ihr wisst meinen Tipp daraufhin. Ja, klar, 1:1 unentschieden. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen dem ersten FC Saarbrücken und Preußen Münster. Saarbrücken, auch einer der Nachholspieler, hat als letztes gegen Duisburg gespielt. 0:0. Ein 0:0, was erschreckend war aus Saarbrücker Sicht, weil eigentlich war da ein Sieg theoretisch drinne, aber man hat sich auch glücklich schätzen dürfen am Abschluss, dass man doch nur ein 0:0 hat. Boah, das ist echt schwierig so zu analysieren. Der eine wird es jetzt, ich mag jetzt sagen, so von wegen, natürlich, Saarbrücken hätte dieses Spiel gewinnen müssen. Der andere würde aber sagen, war das 0:0 geht dann schon in Ordnung. Große Frage ist natürlich die, wie wird es dieses Mal gegen Preußen Münster laufen, denn Münster im letzten Spiel 3:3 unentschieden gespielt gegen Viktoria Köln, ein 3:3, wo man auch sagen müsste, das hätte ganz anders laufen können, insbesondere in der 39. Minute, wo Passoli tatsächlich eigentlich aus meiner Sicht die zweite gelbe Karte kriegen muss und dafür dann vom Feld fliegt, dementsprechend dann die wichtigen Tore nicht vorbereitet bzw. selbst erzielt.
was dazu geführt hätte, dass Köln das Spiel 2-0 gewonnen hätte. So ist es eben dann gewesen, dass im zweiten Durchgang alles anders gelaufen war. Und ja, manchmal ist so eine kleine Szene, die Szene, die eventuell alles drehen kann. In der Hinsicht war es das Foul, wo der Schiedsrichter dann entschieden hat, nicht die zweite gelbe Karte zu zeigen. Die große Frage ist jetzt aber auch die, wie wird das Ganze laufen gegen Saarbrücken? Ich denke mal, dass der erste FC Saarbrücken wieder in einer guten Form sein wird und dieses Spiel knapp gewinnen wird mit 2-1. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem VfB Lübeck. Natürlich mein persönliches Topspiel. Duisburg im letzten Spiel 0-0 gegen Saarbrücken gespielt. Ne? Man hat gemerkt, das ist das, was ich eben meinte, man hat gemerkt, dass die Duisburger jetzt schon in die richtige Richtung wieder spielen. Ich hatte ja immer gesagt, der MSV, der fehlt irgendwie eine Halbzeit gut, zweite nicht. Dieses Mal war das grundsätzlich eine gute Performance. So, und die Frage stellt sich natürlich, kann man jetzt so eine gute Performance eventuell auch in ein kommendes Spiel machen gegen einen Mitabstiegsaspiranten, gegen den VfB Lübeck, die im letzten Spiel 2-2 Unentschieden gespielt haben gegen Arminia Bielefeld, den Lucky Punch noch hingekriegt haben und somit dann einen Punkt geholt haben. Die Frage stellt sich, ob eventuell noch mehr als nur ein Punkt in Duisburg rausspringt. Und ich denke mal, dass dieses Spiel lange Zeit in Richtung 0-0 tendiert und tatsächlich ein Team noch den Lucky Punch setzt. Und das ist Lübeck. Lübeck gewinnt mit 1-0. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen Viktoria Köln und dem SSV Ulm. Ja, die Kölner im letzten Spiel 3-3 gespielt gegen Preußen Münster. Das sah eigentlich am Anfang alles gut aus. Also, ne, relativ einfach 2 Tore erzielt. Es sah auch alles nach einem 2-0-Ding aus, wie erwähnt, bis zu jenem Zeitpunkt, als dann das Spiel komplett auf links gedreht worden ist und man irgendwie... ja, eigentlich aus einer Partie, wo man eigentlich sicher geglaubt, der Sieger war, dann das Spiel irgendwie doch noch fast verloren hätte. Die große Frage ist natürlich die, wie wird es jetzt dieses Mal gegen Ulm laufen? Denn Ulm hat im letzten Spiel 2-1 gewonnen gegen den SC Freiburg 2. Wo sie aber aus meiner Sicht nicht mehr getan haben als notwendig. Das könnte natürlich auch so ein bisschen so zur Überheblichkeit neigen, denn man darf nicht vergessen, ne, die Freiburger, die kamen ja dann auch mit dem Ausgleich zurück und dann kam auch wieder ein bisschen mehr Schwung bei Ulm. Die Frage stellt sich natürlich, wie wird es gegen Viktoria Köln laufen? Ich denke mal, dass dieses Spiel ein offener Schlagabtausch sein wird. Es gibt 5 Tore, ein Abschluss sogar einen Sieger und der ist Ulm. Ulm gewinnt mit 3-2. Das nächste Spiel findet dann am Sonntag statt. Das ist das Spiel zwischen dem SC Verl und Dynamo Dresden. Ja, wahrscheinlich euer persönliches Topspiel, denn in der Hinsicht, es ist ein Duell um den Aufstieg, beziehungsweise um die Aufstiegsplätze. Dresden im letzten Spiel 0-1 verloren gegen den SSV Jan Regensburg. Wo man auch sagen müsste, also so viele Chancen und dann lässt du sie so liegen, das hat sich dann am Abschluss böse gerecht, aber richtig böse. Anstatt einen Punkt, beziehungsweise eigentlich sicher geglaubten 3 Punkten, 0. Ja, dementsprechend Tabellenführung weg, jetzt heißt es wieder ranklotzen, vielleicht gegen Verl, die im letzten Spiel mit 2-1 gewonnen haben gegen Mannheim, aber in der ersten Halbzeit nicht so eine gute Performance gezeigt haben, die sie in der zweiten Halbzeit aber wiederum gezeigt haben. Im Endeffekt war das Spiel komplett auf links gedreht und Verl hat dementsprechend knapp gewonnen, ist aber dementsprechend jetzt momentan in Richtung Aufstiegsplatz. Die große Frage ist natürlich die, wird das auch so bleiben? Ich denke mal, nein. Dresden gewinnt mit 2-1. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen den SSV Jan Regensburg und dem SC Freiburg 2. Regensburg durch den Lucky Punch gegen Dresden 1-0 gewonnen. Wie eben erwähnt, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber man ist Tabellenführer. Frage, wie lange? Vielleicht ändert sich das direkt schon gegen Freiburg, die im letzten Spiel 1-2 verloren haben gegen die Hallenser. Ja, ne, man war eigentlich... überraschend mit diesem 1-1, fand ich. Das war so eine kleine Überraschung. Also bis zu dem Zeitpunkt war Halle eigentlich das bessere Team. So, und dann kam das 1-1, das war ein bisschen überraschend kam aus meiner Sicht. Aber dann war so ein bisschen dieser Schwung dieses Ausgleiches im Spiel bis zu jenem Elfmeter, der dann eben dann alles wieder gedreht hat und dann alles wieder zurückgedreht hat auf Niederlage Freiburg. Frage stellt sich natürlich, ob eventuell eine gute Phase auch gegen Jan Regensburg reicht. Und ich denke, nein. Regensburg gewinnt mit 2-0. Das nächste und letzte Spiel des Spieltages findet statt zwischen Borussia Dortmund 2 und dem TSV 1860 München. Die Dortmunder, ja, einfach viel zu fehlerhaft gegen Aue. 0-2 verloren, hatte ich ja eben schon gesagt. Ein Spiel, wo du eigentlich sagen müsstest,
Da darfst du dich glücklich schätzen, dass das dann Abschluss nicht 0-4 oder 0-5 ausgegangen ist. Also, große Frage, wie wird es dieses Mal dann gegen 1860 München laufen? Die im letzten Spiel definitiv eigentlich einen richtig großen Pechtag hatten. Es ist so viel schief gegangen. Es ist unfassbar viel schief gegangen. In erster Linie hat man das Tor nicht erzielt. Dann der Elfmeter nicht. Dann auch noch gelb-rot. Es ist so viel schief gegangen. Es ist eigentlich fast alle. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sogar das entscheidende Tor ein Eigentor gewesen wäre. So viel ist schief gegangen um 1860 München. Vielleicht läuft es besser gegen Dortmund. Ich denke mal, dass dieses Spiel ausgeglichen sein wird und ein Abschluss keinen Sieger findet. 1-1, unentschieden. Und damit war es das mit meinen Tipps für Spieltag Nummer 17 in der dritten Liga. Eure Meinung, eure Tipps, euer Feedback. Gerne in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich dann zum kommenden Tipp wieder. Entweder Montag oder Dienstag. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.